Herzensgüte und hier heute Abend werde ich vor allem über Metta sprechen. Bedeutet Liebe, Güte, die keine Bedingungen stellt. Der Zustand oder die innere Haltung von liebevoller Güte fühlt sich gut an für einen selbst, sowohl wie für andere, die sich um uns herum aufhalten. Liebevolle Menschen werden geschätzt, respektiert, geliebt. Wir hören von berühmten Menschen in der Welt, die ihr ganzes Leben in den Dienst dieser mächtigen menschlichen Fähigkeit stellen und sind tief beeindruckt von ihnen. Martin Luther King, Mother Teresa, Mahatma Gandhi. Geht's so? Ich versuch's, gell? Wir sind eigentlich überzeugt davon, in diesem Zustand von Metta, von Güte, verweilen zu wollen. Wieso finden wir es denn oft so schwierig? Wieso gelingt es uns oft gerade dann nicht, wenn es am nötigsten wäre? Wir wissen es alle. Widerstände, Ärger, Unmut, Verdruss, sogar Wut oder Hass oder einfach Desinteresse und Langeweile, die durchkreuzen unsere besten Absichten immer wieder. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder mit diesen unheilsamen, schwierigen Gegenkräften von Ärger und Hass in uns selbst auseinandersetzen müssen. Dass dies in erfolgreicher Weise möglich ist, hat schon der Buddha betont vor 2500 Jahren. Hier seine Worte. Gebt auf, was unheilsam ist. Man kann Unheilsames aufgeben. Wäre es nicht möglich, würde ich euch nicht bitten, es zu tun. Würde das Aufgeben des Unheilsamen Schaden und Leiden schaffen, dann würde ich euch nicht bitten, es aufzugeben. Weil aber das Aufgeben des Unheilsamen Nutzen und Glück bringt, deshalb sage ich, gebt auf, was unheilsam ist. Kultiviert das Gute, eben zum Beispiel Herzensgüte. Ihr könnt das Gute kultivieren. You can. Wäre es nicht möglich, würde ich euch nicht ermuntern, es zu tun. Würde das Kultivieren des Guten Schaden und Leiden schaffen, dann würde ich euch nicht bitten, es zu kultivieren. Da aber das Kultivieren des Guten Nutzen und Glück bringt, deshalb sage ich, kultiviert das Gute. Das klingt eindrücklich und überzeugend, besonders wenn es ein Erwachter sagt. Und doch wissen wir, dass es alles andere als einfach ist. Um Ärger, Wut oder Hass aufgeben zu können, müssen wir sie ergründen, erforschen, auf intimste Weise kennenlernen. Dann, wenn sie präsent sind. Im Retreat, aber gerade auch im Alltag. Ergründen ist eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was wir tun möchten und was wir sehr oft tun. Nämlich dieses unangenehme, unerwünschte Gefühl loswerden. Wir mögen das intensive Gefühl von Frustration, von Verletzung, von Beleidigung, von Enttäuschung oder was immer es auch ist, was den Ärger oder die Wut oder den Hass auslöst, einfach nicht haben. Ganz natürlich. Es ist unangenehm, es ist schmerzhaft, es ist unerwünscht. Also weg damit. Wir drücken den Ärger aus in Worten und Taten. Das ist eine Art und Weise, von der wir glauben, dass sie hilfreich sein könnte. Das ist nicht, wenn wir in unseren
klarsten Momenten sind, aber wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann manchmal schon. Falls wir versuchen, gut Menschen zu sein, was wir spirituell Engagierten doch oft versuchen, dann drücken wir Ärger oder Wut oder Ablehnung lieber nur in Gedanken aus und hüten uns, das äußerlich zu manifestieren. Ein bisschen besser, nicht wirklich viel besser. Oder wir wissen, dass Ausleben, Ausdrücken uns selbst nicht wirklich hilft und meist auch kontraproduktiv wirkt, weil haben wir wahrscheinlich schon versucht, wenn wir jemandem sagen, du bist wirklich ein Idiot, ist es sehr selten, dass die Person sagt, genau, ah ja, genau, das habe ich gar noch nicht realisiert, vielen Dank. Die Reaktion ist meistens eine andere und deshalb verdrängen wir. Wir schlucken runter, wir tun nett, bis uns mal der Kragen platzt, auch nicht besonders hilfreich. Ärger erforschen, ergründen, erfordert von uns, das Willens zu sein, ihn achtsam und aufmerksam auszuhalten, zu fühlen, ihn innerlich zuzulassen, wenn er da ist. Brauchen wir nicht zu produzieren, aber dann achtsam genug zu sein, wenn er aufsteigt, um wirklich zu spüren, wie das ist. Es ist vielleicht nicht ganz so schwierig, wie man meinen könnte, aber es ist völlig ungewohnt. Es ist nicht etwas, was wir oft tun. Und es ist halt etwas unangenehm. Ärger und alle Formen von Ablehnung sind unangenehme Gefühle, die wir lieber nicht haben möchten. Sobald es uns aber gelingt, einfach diese schwierigen, unangenehmen, unerwünschten Gefühle auszuhalten, sind wir eigentlich schon frei. Unter frei verstehen wir etwas anderes, das ist, wenn sie weg sind. Aber die Freiheit beginnt dort, wo wir okay sind, mit wie immer es sich anfühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Es bleibt dann eine Weile unangenehm, aber dann zieht alles vorbei, ganz von selbst. Ärger bleibt nicht lange, wenn wir ihn nicht füttern, aber auch nicht verdrängen. Bleibt eine Weile, dann vergeht er. Das klingt nach wenig, ist aber ganz viel. Das heißt, wir müssen also lernen, den Ärger oder die Ablehnung in jeder Form zuzulassen und auszuhalten. Und dann hinzuschauen oder hinzuspüren. Und das kann man fast nur bei kleinen Vorfällen üben. Aber genau da finden wir es oft nicht nötig, weil das sind Bagatellen. Und doch, die Straßenbahn fährt uns vor der Nase weg. Er hat genau gesehen, dass ich gerade noch den Finger auf den Türöffner halten wollte. Dann hat er ihn ausgeschaltet. Interessante Momente, keine große Sache. Ein schönes Glas zerschlägt. Der Autofahrer lässt uns nicht, hält nicht an, wenn wir am Zebrastreifen stehen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, bei uns müsste er. Eine Wolke, die Sonne verdeckt. Manchmal schon ärgerlich. Das Internet hat Stau und ist viel zu langsam, ausgerechnet jetzt. Es gibt viel zu sehen und zu erforschen im Alltag. Und vor allem immer, wenn wir bereit sind, mit diesen unangenehmen Gefühlen achtsam präsent zu sein, immer dann haben wir die richtige innere Haltung. Das ist etwas vom Wesentlichen hier. Weil eine Haltung von Wachheit, von Interesse und
willkommen heißender Offenheit, die enthält bereits liebevolle Güte. Wir sind bereit, dahin zu fühlen. Wir sind bereit, mit dem zu sein, ob schon es schwierig ist. Thich Nhat Hanh schlägt vor, umarme deine Wut. Wenn wir es ernst meinen und sie nicht umarmen, um sie zu ersticken oder zu verdrängen, dann geht das in die gleiche Richtung. Als Prinz Siddhartha, der zukünftige Buddha, in Uruvela, dem heutigen Bodh Gaya, unter dem Baum des Erwachens saß, wurde er von den Horden Maras angegriffen, den leidenschaftenden Emotionen, wie eben Ärger, Wut und Hass und vielen anderen. Und es heißt, dass er mit der Macht seiner liebevollen Güte, seiner Metta, die Pfeile, die Speere und die Kriegsbeile Maras in Blumen verwandelt habe. Und offensichtlich ist hier nicht sentimentale Liebe oder Metta gemeint, sondern die Macht von achtsamem Gewahrsein, von geduldigem Annehmen, von interessiertem Ergründen und von mitfühlender Gelassenheit. Und jedes Mal, wenn es uns gelingt, diese Haltung einzunehmen, entsteht eine große Kraft. Wenn wir hier in der Praxis, wie wir das auch gehört haben in der Gruppe, Erfahrungen machen, die nicht so angenehm sind oder die wir lieber nicht hätten oder vielleicht wären sie okay, aber wir hätten lieber andere, dann sind das immer die besten Gelegenheiten, diese Haltung von Metta zu üben. Metta, die bereit ist, mit dem zu sein, was ist, es so anzunehmen, wie es ist. Zu schauen, was passiert damit, wenn ich Frieden schließe damit. Jedes Mal, wenn es uns gelingt, diese Haltung einzunehmen, entsteht eine große Kraft. Im Dhammapada findet man Buddhas berühmte Aussage: Hass wird nicht durch Hass überwunden. Hass kann nur durch Güte geheilt werden. Dies ist ein ewiges Gesetz von Alters her. Und ich denke, dass es genau das war, was Martin Luther Kings außergewöhnliche Kraft ausmachte. Wir werden uns niemals zu Handlungen aus Hass hinreißen lassen. Und er hielt sich auch dann noch daran, als sie die Kirchen niederbrannten. Und er blieb auch dann klar, als Menschen in seiner nächsten Umgebung umgebracht wurden. Genau das Gleiche können wir auch üben, halt in den kleinen Dingen zum Einstieg. Eine Voraussetzung dafür ist Vergebung. Auch hier im Großen wie im Kleinen. Der kambodschanische Mönch und Friedensaktivist Maha Gosananda, der lebte in Thailand in den Flüchtlingslagern, so an der kambodschanischen Grenze auf der thailändischen Seite, mit Zehntausenden von Menschen, die vor den Khmer Rouge geflüchtet waren. Und es war sogar dort gefährlich für Menschen wie ihn, weil die Khmer-Agenten überall waren. Und deshalb gab man ihm ein Flugbillett in den Westen, sagte, geh dorthin, wo du sicher bist. Er fuhr nach Bangkok und verkaufte das Ticket in Bangkok und ließ mit dem Geld Metta Sutta Broschüren drucken. Das ist die kurze Lehrrede
von der liebevollen Güte, die ihr möglicherweise heute Morgen rezitiert habt. Tausende. Dann reiste er zurück in die Lager und begann eben Vergebung und liebevolle Güte zu lehren. Stunden, Tage, wochenlang wurde Buddhas berühmter Vers von vorhin rezitiert. Hass wird nicht durch Hass überwunden. Hass wird nur durch Güte geheilt. Dies ist ein altes, ewiges Gesetz. Alle hatten so viel Schreckliches erlebt. 2 Millionen Tote, eigentlich Ermordete. Und Vergebung und Metta, Herzensgüte, war die einzige Kraft, die es gab und gibt auf der Welt, solch unvorstellbaren Wunden zu heilen. Vergebung ist ein Schlüssel. Und ganz formal sind es 3 Aspekte der Vergebung, die wir üben können. Andere um Vergebung bitten, sich selbst vergeben, anderen vergeben. Vergebung von anderen erbitten. Wen immer ich auch verletzt, enttäuscht, hintergangen oder verlassen habe, absichtlich oder unabsichtlich, ich bitte um Vergebung. Dabei ist es wichtig, dass wir einzelne Personen, die wir verletzt haben, durchgehen. Sich selbst vergeben. So wie ich andere verletzt habe, so habe ich auch mich selbst verletzt, enttäuscht, verlassen, innerlich verlassen, absichtlich und unabsichtlich. Ich vergebe mir. Das ist manchmal fast das Schwierigste. Und natürlich wirkt das auch wieder vor allem in spezifischen Fällen, in Bezug auf ganz bestimmte Dinge oder Taten oder Situationen oder Haltungen. Anderen vergeben. Auch ich selbst bin in mancher Weise von anderen verletzt, enttäuscht, hintergangen oder verlassen worden, absichtlich oder unabsichtlich. Ich vergebe, ich biete meine Vergebung an. Und auch hier, je spezifischer, je unmittelbarer auf bestimmte Personen und Geschehnisse bezogen, desto wirkungsvoller. Das heißt auch nicht, dass wir immer gleich vergeben können. Manchmal braucht es sogar Jahre, wenn es schlimme oder grausame Verletzungen waren. Ist eine Praxis. Auch Vergebung ist eine Praxis. Im Grunde genommen geht es dabei letztlich darum, das eigene Leiden zu beenden und sich aus der Gefangenschaft von Ärger, Wut und Hass und von Anhaften an alten Verletzungen zu befreien. 2 ehemalige Kriegsgefangene treffen sich wieder nach vielen Jahren. Sie tauschen alte, auch schmerzhafte Erinnerungen von damals aus. Dann fragt der eine: Hast du eigentlich nach all den Jahren deinen Feinden und Häschern verziehen? Niemals würde ich das tun, antwortete der andere. Worauf der erste feststellte: Dann halten sie dich also immer noch gefangen. Vergebung ist ein wesentlicher Teil von Herzensgüte. Vielleicht, bin nicht sicher, aber vielleicht, ist das folgende Gedicht von Billy Collins eine etwas erfrischendere Weise zu zeigen, wie wir mit schwierigen, ärgerlichen Situationen oder Lebewesen vergebungs- und liebevoll umgehen können. Passt zum morgigen
Abschnitt von Metta für schwierige Personen oder Personen, die wir schwierig finden. Das Gedicht heißt: Ein weiterer Grund, warum ich kein Gewehr im Haus habe, ist in Amerika. Des Nachbars Hund hört nicht auf zu bellen. Er bellt in gleichmäßig hohem rhythmischen Gebell, welches er jedes Mal bellt, wenn sie das Haus verlassen. Wahrscheinlich schalten sie ihn ein, bevor sie rausgehen. Des Nachbars Hund hört nicht auf zu bellen. Ich schließe alle Fenster im Haus und spiele Beethovens Symphonie ganz laut. Kann ihn aber immer noch hören, gedämpft unter der Musik, bellend, bellend, bellend. Und jetzt sehe ich ihn, wie er im Orchester sitzt, seinen Kopf stolz erhoben, als ob Beethoven eine Stimme für bellenden Hund eingebaut hätte. Als das Konzert schließlich endet, bellt er immer noch. In der Oboensektion sitzend, bellend, seine Augen auf den Dirigenten fixiert, der ihn mit seinem Stab beschwört, während die anderen Musiker in respektvoller Stille dem berühmten Solo für Hund lauschen. Dem endlosen Ausklang, welcher Beethoven schon früh als innovatives Genie berühmt gemacht hatte. Metta für schwierige Lebewesen und Vergebung. Vergebung kann aber nicht erzwungen werden. Ist vielmehr ein ständiger Prozess. Ein Prozess von Annehmen schwieriger Gefühle und Loslassen von engen und aversiven inneren Mustern. Jemand prägte den eigenartigen, aber treffenden Satz. Vergebung bedeutet, jegliche Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Ich finde es interessant, es klingt so absurd, aber es ist genau das. Irgendwie hoffen wir darauf, dass sich die Vergangenheit noch ändern wird, wenn wir nun lange genug daran festhalten. Eva Korr, eine Auschwitz-Überlebende, schreibt: Ich glaube mit jeder Faser meines Wesens, dass allen Menschen das Recht zusteht, ohne den Schmerz der Vergangenheit zu leben. Die meisten Menschen haben ein großes Problem mit der Vergebung, weil die Gesellschaft Rache erwartet. Wir müssen den Opfern Ehre erweisen. Aber ich frage mich immer, ob meine toten Angehörigen wirklich wollen, dass ich bis zum Ende meines Lebens mit Schmerz und mit Zorn lebe. Ich tue es für mich selbst. Vergebung ist nichts anderes als ein Akt der Selbstheilung und der Selbstermächtigung. Ich nenne es ein Wunderheilmittel. Es kostet nichts, es wirkt. Und es hat keine Nebenwirkungen. Ärger, Wut und Hass in sich zuzulassen, ohne sich darin zu verlieren und sie auszuhalten und sogar zu ergründen. Und auch das Kultivieren von Vergebung. Irgendwie scheinen die auf den ersten Blick noch gar nicht so viel mit Metta, mit Herzensgüte zu tun zu haben. Aber ich denke, es ist eine Täuschung. Täuschung vielleicht deshalb, weil wir oft glauben, Metta, liebevolle Güte, habe immer mit schönen, angenehmen Gefühlen zu tun, die wir um uns streuen, die wir ausstrahlen. Und das gibt es sicher auch. Aber Herzensgüte ist diese Fähigkeit unseres Herzens, letztlich mit jeder Erfahrung, mit jeder Situation, mit jeder Person in Kontakt und willkommen heißend präsent
sein zu können. Das ist oft sehr schwierig und anspruchsvoll. Und sicher nicht immer angenehm. Es fühlt sich nicht immer wunderbar, toll an. Aber genau hier liegt die große Stärke und Macht der Herzensgüte. Martin Luther King sagte, gib nie der Versuchung nach, verbittert zu werden. Wenn du für Gerechtigkeit kämpfst, schau, dass du immer mit Würde und Disziplin handelst und nur die Mittel der Liebe anwendest. Und er hat es vorgemacht. Auf eindrückliche Art und Weise, finde ich, haben es auch Ismail Khatib und seine Frau vorgemacht. Eine Zeitungsmeldung. Im November 2005 erschoss ein israelischer Scharfschütze ihren 12-jährigen Sohn Ahmed Khatib im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland. Ahmed hatte ein Spielzeuggewehr getragen, welches der israelische Soldat für echt hielt. Sein Vater Ismail hatte bereits als 16-Jährigen gegen die israelischen Besetzer gekämpft. Er war gefangen genommen und eingekerkert worden. Für ihn war damals klar, dass man töten und rächen muss. Wobei ihm aber wichtig war zu erwähnen, dass er niemals einen Menschen getötet hatte. Mittlerweile als 43-Jähriger war er ein besonnener Mann geworden, der zu viel erlebt hatte, als dass ihn etwas leicht aus der Ruhe hätte bringen können. Nach dem gewaltsamen Tod ihres Sohnes Ahmed beschlossen die Eltern, die Organe des Jungen zu spenden an Israelis. Dadurch wurden 6 Kinder gerettet. Es ist die Liebe zu den Kindern, antworteten sie auf die Frage, was sie zu dieser außerordentlichen Tat bewegt habe. Sie brauchen Hilfe, egal welchen Pass oder welche Religion sie haben. Ein sehr eindrücklicher Film über das Leben dieser beiden. Eine wichtige Praxis ist natürlich das direkte und das formale Üben und Anwenden von liebevoller Güte, von Metta, was wir hier gerade tun. Hier und eben auch im Alltag interessant, sinnvoll, lohnend. Anstatt einen guten Teil des Tages mit innerlichen, gedanklichen oder äußerlichen Verbalem fantasieren oder nörgeln oder kritisieren oder klagen oder sehnen oder verurteilen zu verbringen, können wir uns immer und immer wieder an die Haltung der Herzensgüte erinnern. Möge glücklich sein, mögest du glücklich sein, bist du zufrieden sein, unbeschwert sein, von Herzensgüte erfüllt sein, was immer unsere Sätze sein mögen. Und zur Erinnerung, was wir am üblichsten und am öftesten denken, zu dem werden wir. Auch wenn es nur so belanglos ist, nicht? Wir immer wieder die gleichen Muster durchdenken, werden wir mehr und mehr zu der Person, die diesen Mustern entspricht. Ich denke sogar, es war auch eine Frage in der Gruppe, sogar wenn die Sätze von Metta immer wieder mal oder sogar für längere Zeit relativ flach sind, nicht gerade tiefgründig,
weiß nicht, wie es für euch ist, aber wenn man sich so erinnert, was man sonst alles noch so denkt oder denken könnte, wenn man nicht die Metasätze sagt, ist doch vielleicht interessant und lohnenswert, die Art von Sätzen zu sagen. Sogar wenn sie nicht tiefgründig sind, ist immer noch was anderes als Wetten und Urteilen und was wir alles sonst noch möglicherweise tun würden. Mögen wir glücklich sein, zufrieden sein, können es im Alltag üben, in der täglichen Meditation üben. Ist auch eine Möglichkeit, für eine Weile oder für längere Zeit, eine bestimmte Zeit täglich der Metta-Meditation zu widmen. Oder wo immer wir jetzt gerade sind. Dabei brauchen wir eine achtsame Unterscheidungsklarheit, die merkt, wenn wir in den sogenannten nahen Feind von Güte abdriften. Ich habe sie schon erwähnt, das sind die Gefühle wie Sehnsüchte oder Wunschdenken oder Sinnesverlangen oder Gegenleistungsliebe, die so ein bisschen, manchmal sogar ziemlich stark aussehen wie Liebe, wie Metta, wie Wohlwollen. Es wäre dann statt möge ich glücklich sein, oh, wäre ich doch nur glücklich. Es könnten dieselben Sätze sein, aber die Betonung ist schon ein bisschen mehr auf Verlangen, auf Sehnsucht. Und das ist auch das Schwierige mit mögen, möge ich, könnten Wünsche sein im Sinn von Wunschdenken. Oder es könnten gute Wünsche sein, Glückwünsche sein. Wo wäre so und so doch nur glücklich? Vielleicht das Kind. Wie weit ist das Wohlwollen? Und wo fängt es an, Sehnsucht, Verlangen, Wunschdenken zu werden? Oder wenn ich doch nur diese eine Person als Partner oder als Partnerin haben könnte. Ich liebe sie so. Oder ihn. Das ist schon ein bisschen offensichtlicher. Wir brauchen das Wort Liebe. Interessant zu schauen, was es wirklich bedeutet. Dieses Verlangen oder Wunschdenken. Sehr verständlich, aber nicht Metta. Wenn du mir mehr Aufmerksamkeit oder Zuwendung oder Zeit oder Geld geben würdest, würde ich dich auch mehr lieben. Auch verständlich, aber ziemlich offensichtlich auch nicht. Metta auch nicht, liebevolle Güte. Weil echte Herzensgüte stellt keine Bedingungen. Und das ist sehr anspruchsvoll. Echte Herzensgüte wird aber auch nicht leiden, eben aus dem genau gleichen Grund, weil sie nicht abhängig ist von Bedingungen und Voraussetzungen. Das ist das Wunderbare daran. Und ich denke, wenn wir nicht sicher sind, ob es Anhaften ist oder ob es wirklich Metta ist, wenn wir uns vorstellen oder wenn wir erfahren, was ist, wenn die Person oder die Sache oder die Situation geht oder vergeht, wenn wir leiden, war es anhaften. Wenn wir auch nur ein bisschen leiden, dann war es ein bisschen anhaften. Und wenn wir gar nicht leiden, war es Metta. Das ist ziemlich einfach. Das ist das Wunderbare daran, wenn es wirklich Metta ist. Nun zur Frage, welche Geisteshaltungen blockieren Herzensgüte? Am offensichtlichsten tun es Ärger, Wut und Hass,
Und das sind auch gewaltige Kräfte. Und darüber habe ich bereits am Anfang gesprochen. Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, Dickhäutigkeit ist verbreitet und sehr lähmend. Güte benötigt ein Klima echten Interesses, sonst stirbt sie. Faulheit, Trägheit, Bequemlichkeit. Güte bedarf der Lebendigkeit und der Wachheit. Sonst fehlt dir die notwendige Energie. Auch das Gegenteil von Trägheit, nämlich Geschäftigkeit. Geschäftigkeit kann Güte bedrohen oder zerstören. Denn Güte braucht Innehalten und Raum. Zumindest ein bisschen Innehalten und Raum. Sonst wird sie überfahren. Das ist ein offensichtlich sehr bedeutendes und auch schwieriges Thema in unserem doch sehr schnelllebigen Alltag. Ganz verhängnisvoll auch Wertlosigkeitsgefühle. Gefühle der Wertlosigkeit sich selbst gegenüber blockieren uns oft auch. Wenn es uns an Zuwendung und Wertschätzung für uns selbst fehlt, ist es schwer, sich für andere zu öffnen. Wenn wir es hier nicht können, wie sollen wir es dann dort echt können? Ärger und Hass, Gleichgültigkeit, Trägheit, Geschäftigkeit, Mangel an Selbstwert. Wohl am stärksten blockiert Angst die Herzensgüte. Es sind Ängste, oft gar nur kleinliche Befürchtungen, die unser Herz eng machen. Meher Baba findet deshalb, echte Güte ist nicht für die Zaghaften. Das heißt, wir brauchen immer wieder Mut. Mut, um unsere eigene Zaghaftigkeit oder Feigheit oder Bequemlichkeit zu überwinden. Auch deshalb ist Herzensgüte anspruchsvoll. Für was genau brauchen wir Mut? Oder vielleicht einfacher, wie begegnen wir diesen die Herzensgüte blockierenden Gefühlen? Und die Antwort klingt vielleicht unverständlich oder widersprüchlich, aber wir müssen ihnen mit Herzensgüte begegnen. Wie soll das gehen, wenn diese Emotionen die Herzensgüte gerade blockieren? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen willens sein, voller Aufmerksamkeit und Interesse hinzuschauen, hinzufühlen und diese schwierigen Zustände zuzulassen, sie zu ergründen, zu fühlen. Und eigentlich wiederhole ich jetzt, was ich im ersten Teil des Vortrags gesagt habe. Interesse und Zuwendung, das ist schon der Beginn von Güte. Braucht aber Mut. Hinschauen und hinfühlen, ohne Vorverurteilung, ohne Wertung, ohne Kritik oder Aversion. Dadurch entsteht ein innerer Raum, in dem sie sein dürfen, diese schwierigen Gefühle. Wenn die annehmende, tolerante innere Haltung, mit der wir ihnen begegnen, echt ist, werden die aversiven Gefühle und hier eben auch Angst sich letztlich von selbst auflösen. Wie schnell das geht, liegt nicht in unserer Hand. Kann nicht schnell hinfühlen und dann hoffen, dass sie jetzt vergehen. Braucht vielleicht eine Weile. Sie lösen sich letztlich auf, weil die Bedingungen dafür wegfallen. Die Zuwendung und das Interesse müssen echt sein. Sonst merken sie es, wenn wir nur so tun. Die fallen nicht drauf rein. Das zu tun braucht Mut. Das
braucht Mut, Interesse, Energie, Respekt und Zuwendung. Und genau das sind eben die Eigenschaften von Herzensgüte. Es ist komplexer als ein schönes Gefühl oder ein Nettsein. Mut, Interesse, Energie, Respekt, Zuwendung, Verbundenheit. Leichter gesagt als getan. Darum üben oder praktizieren wir. Und nicht nur hier für 2-3 Tage, sondern ich denke für die meisten von uns, jedenfalls für mich, ein Leben lang. Und schließlich geht es ja um inneres Glück und echte innere Freiheit. Der schon erwähnte verstorbene kambodschanische Mönch und Friedensaktivist Maha Gosananda fand, dass gerade dann, wenn es innen oder außen oder überall schwierig sei, manchmal in diesen Momenten, mein Lehrer, langjähriger Lehrer, der Lama Geshe-Rabten, erinnerte uns oft, er sagt, da macht ihr Bodhicitta-Übungen. Das heißt, Bodhicitta heißt der Wunsch, Buddha werden, zum Segen, zum Wohle aller Lebewesen. Aber wenn eines dieser Lebewesen ganz in der Nähe etwas mühsam ist, dann vergesst ihr es wieder. Ja, es ist ja, alle Lebewesen ist doch eben einfacher als nebendran. Kabir sagt, schaust du nach dem Heiligsten aus? Frage. Es sitzt im Sitz neben dir, seine Schulter an deiner. Und Mutter Teresa aus Kolkata berichtete aus ihrer Arbeit, kranke und sterbende Menschen von der Straße zu holen, sie zu pflegen, zu heilen oder in Würde sterben zu lassen. Ich sehe nicht die große Masse als meine Verantwortung. Ich schaue auf Individuen. Ich kann nur eine Person aufs Mal lieben. Ich kann nur eine Person aufs Mal ernähren. Ich habe eine Person von der Straße geholt damals. Vielleicht, wenn ich diese Person nicht von der Straße hereingeholt hätte, hätte ich nicht 40.000 weitere hereingeholt. Auch das ziemlich offensichtlich. Es zeigt aber genau, wo der Ort der Praxis ist. Verbanne nie jemanden aus deinem Herzen. Selbst wenn uns jemand kränkt oder zutiefst verletzt oder gewaltig ärgert oder wütend macht, werden wütend, okay. Sie nie endgültig aus dem Herzen verbannen. Letzter Punkt. Wenn wir mit dieser Haltung von Herzensgüte dem Leiden begegnen, ich habe das gestern Abend kurz erwähnt und Ursula wird morgen mehr darüber sagen. Wenn wir dem Leiden in uns selbst oder bei anderen begegnen, dann wird Herzensgüte zu Mitgefühl, zu Karuna. Dieselbe innere Haltung in einem anderen Bezug. Wenn wir mit dieser gleichen inneren Haltung bei uns oder bei anderen Heilsames, Glück oder Erfolg sehen, dann wird Herzensgüte zu Mitfreude und zu Wertschätzung, zu Mudita. Wenn wir mit dieser selben Haltung auf andere treffen, die etwas brauchen, die etwas benötigen, was wir haben, dann wird Herzensgüte zu Großzügigkeit, zu Dana. Die Essenz der Herzensgüte aber ist weise Gelassenheit. Und wenn ihr euch erinnert, das ist die vierte von diesem Set von Güte, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit.
Letztlich sind es weise Gelassenheit, weiser Gleichmut, die es ermöglichen, die fernen Feinde, diese direkt gegenüberstehenden Kräfte von Ärger, Wut und Hass, nicht mehr aufkommen zu lassen und den nahen Feind Sehnsucht und Verlangen, die Macht, die Kraft zu nehmen. Es ist auch weise Gelassenheit, die Metta oder Herzensgüte in allen Formen vor Sentimentalität bewahrt, hält uns auf dem Boden. Und es ist ebenfalls weise Gelassenheit, die uns davor schützt, von Erfolgen oder von Misserfolgen in unserem wohlwollenden und mitfühlenden Tun stolz und eingebildet zu werden oder, wenn es nicht klappt, entmutigt zu werden. Da brauchen wir genauso viel Gelassenheit. So ist es letztlich weise Gelassenheit, die aus unseren guten Absichten echte Herzensgüte macht. Ich möchte mit Tartang Tulku über Liebe und Mitgefühl schließen. Er sagt: Herzensgüte ist wie das Sonnenlicht, das die Wesen aufweckt und ihnen Freude schenkt. Die Schönheit dieser Herzensgüte ist wie ein Regenbogen, der die Herzen derer beglückt oder erhebt, die ihn sehen, die ihn erleben.